Mein Name ist Dorothea, ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin des Nürnberger Startups Streetspotter. Der ein oder andere kennt uns vielleicht schon. Wir haben uns auch sicherlich schon irgendwo getroffen. Wer uns noch nicht kennt, für den sage ich kurz, was wir machen. Und zwar haben wir auf der einen Seite eine Android- und iPhone-App, auf der die Nutzer auf einer Karte kleine Aufträge sehen, die sie gegen Geld erledigen können. Das könnt auch ihr tun. Die App ist kostenlos, einfach runterladen. Auf der anderen Seite haben wir ein Webportal, in dem unsere Aufträge im Self-Service diese Aufträge einstellen können und nach kurzer Prüfung durch uns direkt in die App an die Nutzer kriegen stellen können. Diese Aufträge sind jetzt nicht, tragen wir mal ein IKEA-Regal in den vierten Stock hoch, sondern für wen machen wir die? Ihr seht, es sind auch Nürnberger Unternehmen dabei, unter anderem Immowelt, für die Lieblingsplätze gesucht werden, Fotos von Lieblingsplätzen, Lieblingsorten in deiner Straße. Marktforscher machen viel mit uns, weil sie checken wollen, ob die Werbeplatzierung, die Produktplatzierung richtig ist im Laden, aber auch die Marken selber. Wir sehen Red Bull oben rechts, die eben checken wollen, ob neben ihnen Wettbewerbern stehen, ob die Produkte ausverkauft sind und ob die Platzierung richtig ist. Wieso stelle ich uns nochmal vor? Obwohl wir 2011 gegründet wurden. Wir haben ein paar Neuigkeiten natürlich auch. Erstens haben wir im Juli den ersten Platz des Nordbayerischen Businessplan-Wettbewerbs gewonnen. Dann stehen wir mittlerweile bei, vielleicht ist auch der ein oder andere dabei, über 220.000 Nutzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir expandieren gerade mit existierenden Kunden nach England. Also wer dort auch mal im Urlaub ist und den ein oder anderen Euro nebenbei verdienen möchte, kann das gern tun. Und zusätzlich, wir suchen noch Mitarbeiter. Schaut doch mal auf unsere Homepage, da sind einige Stellenanzeigen. Das war es auch schon von mir. Vielen Dank. Applaus